Die Euroregion Pomerania besteht aus den Landkreisen auf der deutschen Seite von Rügen angefangen, also an der Ostsee, bis vor die Tore Berlins im Landkreis Barnim. Dann auf der polnischen Seite ist es die gesamte Wojewodschaft Westpommern. Die Euroregion wurde genau am 15. Dezember 1995 gegründet, in Stettin. In der Region leben insgesamt 2,7 Millionen Menschen, davon auf der deutschen Seite ca. 1 Million. Die Zusammenarbeit in der Region funktioniert fantastisch. Wir haben uns innerhalb der letzten 25 Jahre kennengelernt und auch verstehen gelernt. Vorurteile wurden abgebaut. Die Zusammenarbeit ist einfach so gewachsen. Der Fonds für kleine Projekte ist einfach dazu geschaffen. Es ist das Herzstück eigentlich der Euroregion, auch der EU insgesamt, weil die Bürger sich kennenlernen. Es sind Begegnungen der einfachen Bürger hier vor Ort, die hier in der Region leben. Die Grenzschließung für die normalen Bürger, für die Menschen, die hier leben, war genauso ein großer Schock wie für mich. Viele haben das nicht verstanden, viele haben dagegen protestiert. Da gab es wirklich Proteste von Bürgern an der Grenze, die ganz laut gesagt haben, also es geht nicht. Wenn wir über Europa sprechen, dann dürfen wir keine Grenzen schließen. Da dürfen wir nicht verhindern, dass Leute miteinander kommunizieren, tagtäglich. Wir haben überlegt, dass wir auch in der schwierigen Situation was tun müssen. In meinem Leben habe ich auch gelernt, in jeder Krise bedeutet ein Neuanfang. Und so war auch der Ansatz hier. Wenn wir durch Corona nicht zusammenarbeiten können auf dem herkömmlichen Wege, wir müssen uns etwas einfallen lassen und neue Möglichkeiten schaffen. Und das war der Hintergrund für den Sondercall Covid-19. Wir haben überlegt, was die Bürger in unserer Grenzregion brauchen. Das Ziel des Sondercalls war, in der schwierigen Zeit, wo die Grenzen geschlossen waren, wo auch man kaum auf die Straße, zumindest auf der polnischen Seite, kaum auf der Straße gehen konnte, dass man in der besonderen Situation die deutsch-polnische Zusammenarbeit nicht ruhen lässt, sondern dass man sie aufrechterhält und dass man sie weiterentwickelt. Unsere Antragsteller sind Vereine, Kommunen, Schulen, Theater, verschiedene Einrichtungen, alle Träger, die nicht kommerziell tätig sind. Ich habe eine Aussage im Kopf, als ich mit einer Landrätin auf der deutschen Seite über die Sonderprojekte, also über den Sondercall gesprochen hat, da hat sie zu mir gesagt, wissen Sie was, wir haben mit unserem polnischen Partner nie so viel kommuniziert wie bei der Durchführung des Projektes im Rahmen des Sondercalls. Das habe ich mir nie gedacht. Tak naprawdę uratował nas spokój, nie wpadanie w panikę w momencie, kiedy zastał nas COVID i trudna sytuacja, kiedy nie mogliśmy gościć naszej publiczności. I wtedy przydały się moje doświadczenia radiowe, czyli tak naprawdę ustalenie ramówki, jak może funkcjonować filharmonia w internecie. No i oczywiście przyspieszony kurs poruszania się po tym internecie dla całej naszej załogi, głównie tej, która na co dzień obsługuje koncerty. Projekt Senior On, podobnie jak wiele projektów realizowanych przez Filharmonię, tak naprawdę wynika z potrzeby chwili. I rzeczywiście w pewnym momencie, kiedy zabrakło zwłaszcza tej naszej stałej publiczności, czyli starszych melomanów, zorientowaliśmy się, że nie zawsze
mają oni odpowiednią wiedzę, odpowiednie narzędzia, żeby korzystać z dostępnej przez nas oferty online. Dlatego też w naszych głowach pojawił się taki pomysł, aby zorganizować specjalne kursy komputerowe, obsługi właśnie tych nowych mediów, aby również seniorzy, czyli niezależnie od tego, jak są przygotowani technologicznie, mogli korzystać z tej oferty i czuli się przy okazji bezpiecznie. To, co dla nas było też bezpośrednim impulsem, to jednak przede wszystkim przeciwdziałanie izolacji społecznej. Wiedzieliśmy, że to, co jest najgorszego, zwłaszcza dla osób starszych, to niemożliwość kontaktu z drugą osobą. Więc żeby troszeczkę to zminimalizować, postanowiliśmy dać im szansę na ten kontakt nie tylko poprzez ofertę kulturalną, ale rzeczywiście w kontaktach również między swoim towarzystwem, między swoją rodziną, czyli właśnie poprzez te najbardziej podstawowe umiejętności cyfrowe. Natomiast właśnie pandemia spowodowała, że dostaliśmy taki silny impuls do tego, aby się jeszcze bardziej otworzyć na sąsiadów, ponieważ połączył nas wspólny problem i nagle okazało się, że możemy razem się pochylić, aby ten problem rozwiązać, mimo bardzo różnej specyfiki, różnej wielkości miejscowości, różnego dostępu do internetu, ale ten wspólny problem stał się impulsem do dużej kreacji i zacieśnienia niewątpliwie współpracy, co wierzę, będzie owocowało już długo, długo po pandemii. Unsere Schule war mit Corona einem großen Schock ausgesetzt, wie wahrscheinlich jede andere Schule auch. Das Problem war eben, dass die polnischen Schüler nicht über die Grenze kamen. Es hat ewig gedauert, bis wir organisieren konnten, dass die Busse wenigstens bis zur Grenze fahren und die deutschen Busse unsere Schüler von der Grenze abholen. Durch die Pomerania und durch das Projekt, was gelaufen ist, hatten wir die Möglichkeit, auch durch den Landkreis etwas Geld aufzustocken, dass unsere Kollegen ausgebildet worden sind. Durch das gemeinsame Projekt mit der Partnerschule und dem Sozialfonds hatten wir die Möglichkeit, 60 Laptops für die Schule zu akquirieren, sodass wir besseren Online-Unterricht machen konnten. Die Corona-Krise konnten wir mit unserer polnischen Schule nur meistern, weil die Zusammenarbeit schon immer eng und vertrauensvoll war und weil wir die richtigen Leute an den richtigen Stellen haben. Die Arbeit durch die Krise ist enger, enger geworden und man hat auch gesehen, wenn der Wille da ist, da kann man selbst in schwierigsten Zeiten eine Möglichkeit finden, zusammenzuarbeiten und zusammenzuhalten. Durch die Krise hat es die Zusammenarbeit gestärkt, ist meine Einschätzung. Denn wir waren ja von einem Tag zum anderen gezwungen, uns etwas zu überlegen, wie können wir weiterhin zusammenarbeiten. Und wir gehen eigentlich jetzt gestärkt aus dieser Krise. In diesem Gördler-Preis geht es darum, kommunalpolitische Themen oder die Zusammenarbeit zwischen den Kommunen, besondere Themen eben hervorzuheben. Ja, wir haben uns ganz einfach beworben, auch um auch anderen zu zeigen, anderen Regionen, was eben im kleinen Fonds, im Sondercall möglich ist. Dass wir den Hauptpreis erhalten haben, war für uns so eine Anerkennung unserer Arbeit. Ich denke, dass diese Auszeichnung auch ein Zeichen für andere deutsch-polnische Regionen ist. Und dadurch, dass wir für den Sondercall ausgezeichnet wurden, können auch andere Beispiele daran nehmen, dass wie man in der schwierigen Zeit, in Krisensituationen miteinander kooperieren kann. Die bestehende Zusammenarbeit, diese 25 Jahre, hat einen großen Einfluss auf die Bewältigung dieser Krise gehabt. Ohne diese Zusammenarbeit hätten wir die Krise auch nicht bewältigen können. Wir wollen anderen Regionen weitergeben, dass wir mit einer langjährigen Partnerschaft, dass die Partnerschaft hilft, Krisen zu überwinden und dass
andere Regionen doch dann von uns vielleicht auch lernen können.